Hallo, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal und herzlich willkommen hier wieder zu einer weiteren, ja, nicht Runde im LS19, sondern heute geht es wieder mal um ein kleines Tutorial. So, heute geht es um den Store Sale Mod. So, in Standard Maps ist ja dieser Mod vorbereitet, sprich auf der Felsbrunn, auf der Ravenport, auf der Estancio La Pacho und auf der Erlengrad. Und zwar vorbereitet heißt so viel, dass wenn eine Aktion beim Händler ist, dass auch bei dabei Fahnen und Schilder erscheinen, wo die Prozentzahl gezeigt wird, um wie viel Prozent die Räte runtergesetzt sind. Ja, bei den Modmaps ist das natürlich nicht so, weil wir müssen ja den Schildern erstmal sagen, wo sollen wir erscheinen. Ja, das möchte ich euch heute ein wenig näher bringen. Das ist kein Hexenwerk, da ist ein bisschen Kenntnis für einen Giant-Editor gefragt. Und ja, das ist eigentlich so das Einzige. Ja. So, wir gucken uns das Ganze mal an. Wir wechseln einfach mal den Bildschirm. Zack. Na? So. Der liebe GTX schreibt dir weitere Informationen zum Hinzufügen von Flaggen und Beschilderungsunterstützung zu Ihrem Fahrzeuggeschäft finden Sie im Ordner SDK ohne Skript, ohne dass Skripte erforderlich sind. Ja, so im SDK-Mod sind wir drinnen. Und hier steht so einiges. So, jetzt ist mein Englisch natürlich nicht so das Wahre. Ja, aber im Großen und Ganzen, wenn ich mir das hier so angucke, steht hier unter Standard: Adding Support for Vehicle Shop, Flags and Signs is possible by adding to following on create attribute to map. Note via the user attributes window in GE. Empty transform groups can now be placed inside this node and will act as link nodes. Das heißt, wir müssen transform groups erstellen, um die Flaggen zu erscheinen zu lassen und die Schilder. So, jetzt klingt das natürlich tierisch kompliziert. Nee, ist es aber nicht. Ja, und dazu würde ich einfach sagen, nutzen wir logischerweise gleich mal meine Map, wo ich gerade dran bin. Die lassen wir erscheinen. Zack. Wechseln wir dazu wieder den Bildschirm. Ach, gut, ziehen wir darüber. Das war jetzt ein bisschen sehr unglücklich. So, ja, jetzt sind wir hier auf meiner Map, wo ich hier gerade mit einem Kollegen dran bin. So weit sind wir schon mal. Das ist meine erste eigene Map. Ja, so, jetzt braucht man natürlich erstmal das Händlergebäude. Alle Gebäude, die ihr braucht nachher für die Map, die kriegt ihr natürlich selbstverständlich dann noch mitgeteilt. So, aber wir holen uns jetzt erstmal das Gebäude rein. Also, File, Import. Da ist es so ja schon öffnen. So, jetzt muss das natürlich noch platziert werden. Das heißt, ich brauche die Positions. Die sind natürlich in der Items XML hinterlegt. Die werden wir uns mal kurz hier reinziehen. So, da ist es schon. Jetzt drehen wir uns die ganze Sache noch vernünftig hin. Vorab, bevor wir aber das jetzt hier im Giant Editor machen, werde ich euch das zeigen, was ich meine. So,
Das Gebäude steht jetzt schon mal richtig. Dann werden wir mal uns mal das Spielchen aufrufen. Mit dieser Modmap. Beziehungsweise erstmal werde ich euch in der Felsbrunk zeigen, was ich meine. Ja. So, die können raus. Wir sind jetzt hier in Felsbrunn auf. Wir werden jetzt in der Felsbrunn auf meine Testmap gehen. Die beiden Sachen brauchen wir. Und dann können wir die ganze Sache starten. So. Ich glaube, ich hatte schon erwähnt, was wir brauchen. Wir brauchen den Giants Editor. Ja. So. Oh, hier ist Nacht. Das können wir ändern. Mit dem netten, lieben Tool. Machen wir früh um 9. Da hat der Händler bei mir auf. Dass das auch wirklich funktioniert. So, dann springen wir mal zum Händler. Wie ihr sagt, Realismus ist jetzt hier die geringste Sache. So, ihr seht, hier steht jetzt noch gar nichts. Keine Flaggen, gar nichts. Man sieht nicht, dass Sale ist. So. Die Konsole müsst ihr natürlich aktivieren. Wie das jetzt gemacht wird, das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass ihr das wisst. Dann kann man hier in der Konsole diesen Befehl eingeben, sofern wie der Mod aktiviert ist. Und dann kriegen wir hier gesagt, Store Brand Sale will start in the next hour. Heißt so gut wie Deutsch, in der nächsten Stunde startet der Verkauf. Der Rabattverkauf. Kann man so sagen. So. Dann werden wir mal die Zeit ein bisschen laufen lassen jetzt hier. Zack. So, und da seht ihr schon, was ich meine. Hier am Gebäude sind jetzt Schilder angebracht, wo drauf steht, um wie viel Prozent dass die Geräte von Holmer reduziert sind. Ebenfalls stehen hier Flaggen rum. Dies funktioniert aber standardmäßig nur auf, wie gesagt, auf den Standard-Maps. Ja. Auch da vorne stehen Flaggen rum. Alles schön. So stelle ich mir das auch im Realismus vor. So ist es im Realismus auch, dass wenn irgendein Rabattverkauf ist oder Prozentverkauf ist bei den Händlern, dann sieht man das von außen. Ist ja logisch. Die Kunden müssen ja darüber informiert werden. Nicht jeder liest Zeitung. Und auch die Laufkundschaft sieht denn, in diesem Verkauf ist Rabatt mit drinne. Gut, hier gehen wir wieder raus. Dann zeige ich euch das gerne noch auf meiner Map. Dazu bleiben wir kurz mal im Spiel drin. Halt, nein, da wollten wir nicht hin. Neuer Farmer. Zack, weiter. Alle abwehren. Wir brauchen lediglich das Easy Development Tools. Dann brauchen wir den Ladenverkauf und die Werkstatt. Das ist das Gebäude, was nachher auf der Modmap erscheint. Als Händlergebäude. Was ihr dann nachher auch braucht. So, das ging ja jetzt recht fix mit dem Laden. Und dann sind wir auf meiner Map drauf. So, einige Sachen stehen hier schon drauf. So, da jetzt aber das schon so einigermaßen alles soweit platziert ist. Einiges platziert ist. Aber halt noch nicht auf der Minikarte. Müssen wir dahin sprinten. Das sei denn hiermit getan. Ja, vorab hier, so sieht schon mal der Viehzucht aus, also die Milchviehzucht. So, und da kommen wir zum Händlergebäude. Ja. Wie ihr sagt, funktionieren tut es standardgemäß auf jeder Modmap. Es muss nicht eingebaut werden. Es muss nicht. Es kann. Ja, das ist einfach dem, sag ich jetzt mal, dem Realismus soweit geschuldet. So sieht jetzt erstmal in der Version das Händlergelände aus. Ist noch nicht endgültig. Wird noch eine Menge gemacht. Gut, jetzt machen wir dasselbe. Es ist
Start. Store. Sale. True. Zack. So, startet, wie ihr sagt, wieder in der nächsten Stunde. Dann lassen wir die Zeit wieder ein Stück vorlaufen. So. Und ihr seht hier, wie auf der Felsbrunn erscheint hier nichts. Ja, man sieht nicht von außen, dass hier irgendwie ein Rabattverkauf ist oder sonst was. Man sieht gar nichts. Und genau darum geht es heute. Ja, kurz und gut. Wir wollen diese Flex und Designs einbauen, damit die auch erscheinen. Okay, verlassen wir das Spiel wieder. Und gehen zurück im Giants Editor. Ja, ihr seht selber, auch wenn man hier mit drei Bildschirmen arbeitet, drei Bildschirme reichen immer noch nicht aus, wenn man moddet. So. Wir wechseln einfach noch mal kurz den Bildschirm. Gucken, ob ich jetzt gleich den richtigen erwische. Na, war natürlich klar, erwische ich nicht. So. Dann sagt der liebe GTX, der den Mod gemacht hat, dass wir Transform Groups machen sollen. Und auch diese dann halt mit die jeweiligen Attributes versehen sollen. So, ja, das mag vielleicht funktionieren. Aber bei den Schildern nachher, wenn wir die hier an die Gebäude anbringen, dann sehen wir die nicht. Das heißt, wir brauchen die Schilder und auch die Flaggen, die wir dort platzieren wollen. Das heißt, wir holen uns erstmal die ganze Sache hier rein. So, das habe ich zu liegen auf dem Desktop. Ah, nee, da ist es nicht drin. Unter Shareds, Brand Sale Objects. Die brauchen wir. Öffnen. Und dann haben wir die hier drin. So, jetzt machen wir uns als allererstes mal erstmal zwei Transform Groups. Ja. Die schmeißen wir in die erste. Und dann nennen wir mal die erste Store Sale. Enter. Zack. So, die nächste nennen wir Flex and halt Signs. Flaggen und Schilder. Ja, so. Dann werden wir uns die beiden da mal reinholen. X. Da angeklickt. V. Jetzt können wir uns schon mal die Flaggen setzen. Steuerung B. Linksklick. Fertig. So. Jetzt fehlt hier aber was. Hier fehlt so ein Fuß. Weil die Flaggen werden ja per Hand aufgestellt. Ganz einfach, die verstecken sich hier ganz einfach. Visibly, zack, da haben wir sie. Ja. Um mehrere Flaggen zu setzen, eine ganz einfache, coole Sache. Steuerung D haben wir dupliziert. Move up, damit wir hier ein bisschen so die Sauberkeit und Ordnung hier ein bisschen... Ach, entschuldigt bitte. Jetzt haben wir das richtige Bild. Ja, ich habe jetzt hier nichts weiter gemacht, als wie zwei Transform Groups erstellt. Die erste Store Sale, die zweite Flex and Signs und habe dort mir die Flaggen und die Schilder reingeholt. Und zwar von, kann ich euch nochmal zeigen. Tut mir leid, also auch ihr seht es wieder. Sorry, aber selbst drei Bildschirme reichen nicht aus. Und zwar hier ist in dem Mod mit drin, FS19 Store Sale. Unter Shabbats, Brand Sale Objects. Das braucht er. Ja? So. Die habe ich mir jetzt hier rein geholt. Und wenn ihr diesen Fuß hier haben wollt, Flag Base, rechte Seite unter Attributes, das Visibly Häkchen rein und dann sieht man das. Ja? So, jetzt habe ich mir hier schon eine zweite Flagge gemacht. Steuerung B. Und dann, zack, kann ich dort platzieren. Ja, ihr könnt so viele Flaggen setzen, wie ihr wollt. Ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr eine Flagge gesetzt habt,
Hauptgruppe, Hauptcube anklicken, Edit, Interactive Placement, dasselbe hiermit, Interactive Placement. So, wir machen es heute mit zwei Beispielen. Gut, dann geht's weiter mit die Schilder. Zack. Ja, so. Dieses Schild möchte ich gerne hier hin haben. Zack. Steuerung B ist platziert. So, jetzt muss es natürlich noch ordentlich hingedreht werden. Das hängt natürlich von dem Winkel von dem Gebäude ab. Ja. So. Halle haben wir minus 8,366. So, das kopiere ich mir. Dann hole ich mir den Rechner. Ja. So, 90 Grad ist der rechte Winkel. Minus 8,366. Sind wir bei 81,634. Und diese tragen wir jetzt hier bei der Flagge ein. Bei Rotate. Ja. Bei Rotate Y. 81,634. Und dann haben wir den optimalen Winkel. Dann haben wir genau den richtigen Winkel, den wir hier brauchen. Ja, ihr seht's. Wenn ich jetzt das Ding hier so leicht drin verschiebe, dann ist das gleichmäßig. Ja. So. Einmal will ich ein Schild dahin haben. Jetzt dupliziere ich mir einfach das Schild. Und ein Schild möchte ich gerne darüber haben. So, einmal drehen. Ihr seht, der Winkel, der stimmt nicht. Ja. So, also, zack, User Attribute, beziehungsweise Attributes, Rotate Y, müssen wieder diese minus 8,366 rein. V. Und schon haben wir den richtigen Winkel. Jetzt müssen wir das natürlich noch ein bisschen sichtbar machen. So. So sitzt es akkurat. Ja, jetzt können wir die ganze Sache auch nochmal duplizieren und hauen uns noch ein Schild hier drüben rein. Müssen wir natürlich so machen, dass das auch ein bisschen realistisch ist. Also nicht hier oben hin gepflanzt, sondern ein bisschen auf der Höhe, wo man auch als, sagen wir jetzt mal, virtueller Mensch rankäme. So, dann müssen wir natürlich wieder die Rotate Y wieder ändern auf 634, nicht minus, sondern plus, weil wir haben ja hier minus 180. Also ist der Rotate Y ein Pluswert. So, kann ich euch noch mal zeigen. Ihr seht, ist schön gleichmäßig. So, dann hätten wir das. Jetzt müssen wir die ganze Sache natürlich noch ein bisschen gangbar machen. Ne? Sonst ja, können wir das jetzt abspeichern und die ganze Sache ist fest eingebaut. Das heißt, das erscheint nicht nur, wenn das Sale ist, sondern das erscheint immer. Das ist immer da. So, dazu nehmen wir uns die Transform Group Flex and Science. Jetzt wechseln wir mal wieder den Bildschirm. Gucken, ob ich jetzt gleich den richtigen erwische. Bitte seht es mir nach. Ah, seht ihr, genau das meine ich nämlich. Nicht den richtigen erwischt. So, jetzt haben wir den richtigen. Und zwar brauchen wir jetzt unter Standard die erste Eintragung in den User Attributes. Ja, also sprich, brauchen wir jetzt erstmal on create, Steuerung C und tragen dieses. Ich wechsle wieder den Bildschirm, damit ihr das auch seht. Hier bei den User Attributes ein. V. So, Typ ist Script Callback und Add. So, jetzt haben wir diesen OnCreate-Aufruf hervorgerufen. Jetzt müssen wir ihm dann natürlich noch sagen, was soll er machen. Ne? Also kommt dieses Mod OnCreate Brand Sale Objects rein. Steuerung C,
Steuerung V, Enter. So, jetzt haben wir den ganzen Leuten, beziehungsweise Cubes hier schon mal gesagt, pass auf, ihr seid animiert. Ihr macht jetzt das, was wir wollen. Und genau das wollen wir ja. So, jetzt müssen wir aber hier den Flaggen und den Signs noch sagen, na, dass die das dann auch machen sollen. Ist ja logisch. So, also, dazu haben wir bitte den richtigen Bildschirm jetzt. Ah, jawohl. Hier unter Standards haben wir jetzt den zweiten Aufruf ist Sign mit dem Typ Boolean und den Value True. Der True, zeige ich euch gleich, wird daher ruhen, dass wir dann einfach ein Häkchen setzen in das Kästchen. Also, markieren wir uns einmal die Flaggen. Ich wechsle wieder den Bildschirm. Zack. Ihr seht es hier steht jetzt schon was drin. Na, hat auf jeden Fall auch eine Kollision. So. Und jetzt, beziehungsweise jetzt, geben wir dem noch einen neuen Aufruf. Und zwar Use Based. Kommt bei der Flagge rein. Steuerung C. Halt, jetzt bin ich zu weit. Ich bin zu weit. Also, bis hierhin, alles okay. Bis zu dem Flex and Signs Mod on Create Eintrag. Ist alles okay. Jetzt brauchen wir als allererstes mal noch zwei Transform Groups. Ja. Eins, zwei. So, jetzt haben wir die beiden Transform Groups. Jetzt müssen wir die noch umbenennen. Ja, einmal Flag, Steuerung C, Steuerung V, Enter. So, und dann brauchen wir noch Designs, Steuerung C, Steuerung V, Enter, fertig. So, weil wir brauchen ja nicht die, wir brauchen ja laut der Beschreibung brauchen wir Transform Groups. Ja. Wir brauchten jetzt diese Sachen einfach nur, um damit wir sehen, dass wir auch hier den richtigen Winkel bei die Schilder haben. Na, sonst sieht das nachher im Spiel ein bisschen, naja, lasst mich das ruhig so ausdrücken, bisschen scheiße aus. Na, so, jetzt ersetzen wir die Cubes mit den Transform Groups. Ja, das machen wir ganz einfach, indem wir die Flaggen anklicken, also einen Cube anklicken, Edit, Replace. Kriegen wir hier so ein kleines Fensterchen. Dort ist jetzt schon dieser Cube eingetragen. Jetzt gehen wir hier auf diese Transform Group, Load, Replace. Und dann ersetzt sich das automatisch hier. Nächste anklicken. Nächste Flagge anklicken. Dann Load, Transform Group anklicken, Load, Replace. Und dann ersetzt sich das auch wieder. Und dasselbe machen wir auch mit die Signs. Dann brauchen wir aber die Transformgruppe Sign, Replace. Und das machen wir jetzt, bis wir den mehr haben, zum Ersetzen. So. Und Replace. So, dann können wir die beiden jetzt hier löschen. Und nun haben wir das. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem, wo ich vorhin schon so weit war. Zack. Ja, jetzt haben wir hier natürlich nichts mehr drin und jetzt müssen wir ihm noch diesen Boolean-Aufruf geben. Sprich, Use Space, V, Boolean-Aufruf, Häkchen rein. Und dasselbe mit der nächsten. Häkchen rein. Super. So. Bei Signs kommt natürlich rein. Jetzt sagen wir ihm, pass auf, du bist ein Schild. Steuerung C. Name ist Sign. Steuerung V. Boolean Aufruf. Add. Und Häkchen rein. Und das Ganze auch hiermit. Halt, das müssen wir nicht ändern. Häkchen rein. Und
Selbe mit der letzten, mit dem letzten Schild. Add Häkchen rein. Super, haben wir. Hier haben wir den Mod on Create Aufruf. Und damit ist das erledigt. Na. Okay. So. Jetzt. Das sollte das eigentlich gewesen sein. Dann können wir das jetzt speichern. So. Ja, das sollte jetzt eigentlich gewesen sein. Das heißt, wir gehen jetzt wieder ins Spiel. Zack. Ah, so unordentlich ist mein Desktop. Ist aber kein Problem. Ich blick da durch. Ein anderer muss da nicht durchblicken. So, wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, sollte das auf jeden Fall funktionieren. Alle abwählen. Das Easy Development Tools brauchen wir. Die Werkstatt brauchen wir und den LAN-Verkauf brauchen wir. Start. So. Schrauben wir mal die Laufgeschwindigkeit nach oben. Zurück. Karte brauchen wir nicht. Die stimmt sowieso nicht. Und dann flitzen wir dahin. So, dann sind wir jetzt wieder am Händler. Dann brauchen wir jetzt wieder die Konsole. SS Start Store Sale. True. Enter. Startet in der nächsten Stunde. Und wie gesagt, wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, sollte das dann auch so sein, dass die dann erscheinen. Und ihr seht, wir haben alles richtig gemacht. Von außen jetzt schön sichtbar. Alle Schilder sind da, steht auch 10% drauf. Und somit ist die Map auf das Start, also auf das Store Sales, vorbereitet. Liebe Leute, das war's. Ihr habt gesehen, es ist kein Hexenwerk. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Lest euch einfach die XML durch. Da steht alles drin. Und der Rest ist wirklich echt einfach. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen rüberbringen. Und ja, könnt ihr selber machen. Kein Problem. Aber bitte denkt daran, ihr dürft das nur für eure eigenen private Zwecke nutzen. Ja, wenn das nicht eure Map ist. Ist dazu gesagt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme dann damit zum Ende. Und bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Video mit dabei. Und noch kurz etwas in eigener Sache. Im letzten Video von der Bergisch Land war der Mikrofonton nicht so das Wahre. Ich wurde darauf hingewiesen und ich möchte mich dafür recht herzlich bei euch entschuldigen. Ich hoffe, es wird wieder besser. Ich hatte da eine Einstellung vergessen beim letzten Mal des Computers herrichten. Und ja, wie gesagt, ich möchte mich dafür ganz, ganz herzlich bei euch entschuldigen. In Zukunft läuft es wieder besser. Ja, wie gesagt, sorry, tut mir leid. Also, bis zum nächsten Video. Bye, bye. Ciao, ciao. Und wichtig, bleibt gesund.